Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um ein sehr bekanntes AC/DC-Riff und zwar um das Hauptriff vom Song Thunderstruck. Ja, dieses Riff kennt wahrscheinlich jeder und im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie man es spielt und das Ganze natürlich wieder in verschiedenen Stufen, also auch, dass du als Anfänger direkt einsteigen kannst. Weil man muss sagen, dieses Riff ist wirklich nicht leicht zu spielen, gerade wenn man es durch den kompletten Song durchspielt, weil es wird, glaube ich, die Hälfte des Songs wird dieses Riff durchgehend gespielt, also zumindest der zweite Teil. Und ja, deswegen habe ich immer so ein paar Tipps bzw. Methoden, wie man dieses Riff halt einfach vereinfachen kann, damit man trotzdem gerade am Anfang auch schon damit seinen Spaß und seine Erfolge hat. Okay, also wie ist dieses Riff erstmal aufgebaut? Also prinzipiell sind es zwei Parts und der erste Part kommt nur direkt am Anfang. Ich spiele es jetzt mal langsam, so wie es wirklich gespielt wird. Und zwar ist alles komplett auf der B-Seite. Also man hat hier immer abwechselnd einen gegriffenen Ton und dann die leere B-Seite. Und in dem Fall fängt das hier an am vierten Bund und am siebten Bund, also vierter Bund Zeigefinger, siebter Bund kleiner Finger. Und dann wechselt es rüber nach zwei Takten zum fünften Bund und zum achten Bund. Also das sind erstmal die gegriffenen Töne. Und dann geht es weiter, der zweite Teil. Geht so. Und das Prinzip ist dasselbe, immer ein gegriffener Ton, gefolgt von der leeren B-Seite. Und das Ganze ist so aufgebaut. Und hier ist es auch wichtig, die richtigen Finger zu benutzen. Also ich fange mit dem kleinen Finger an, dann Mittelfinger, Zeigefinger, dann Zeigefinger, Ringfinger, selbe nochmal, dann Zeigefinger, Mittelfinger. Weil wenn man das so gleich von Anfang an übt, hat man es am Ende auch deutlich leichter. Man kann hier am Anfang vielleicht den Ringfinger verwenden anstatt des kleinen Fingers, aber ich finde es immer gut, wenn man den kleinen Finger gerade bei solchen Sachen mit einbaut. Und ja, beim ersten Part Zeigefinger und kleiner Finger. Die erste Stufe, wie man das Ganze spielen kann, ist meiner Meinung nach genauso, wie ich es gerade gezeigt habe, also am Ende, und zwar nur die gegriffenen Töne erstmal spielen. Das ist einfach sinnvoll, damit man erstmal die gegriffenen Töne an sich lernt, weil es ist das Wichtigste erstmal, dass man weiß, was man spielen muss hier, wo man es spielt, mit welchem Finger, dass sich das einfach verinnerlicht. Und zusätzlich kann man dann auch ziemlich schnell zum Originalsong mitspielen, was ich immer wichtig finde. Und dadurch, dass man die Töne dazwischen weglässt, spielt man das Ganze quasi in halber Geschwindigkeit, also vom Picking-Gefühl her. Normal hat man ja noch einen Anschlag dazwischen. Also man hat normal 16. Noten und jetzt spielst du einfach 8. Noten. Und damit kommt man natürlich viel schneller auf die Geschwindigkeit und kann das Ganze zum Original mitspielen. Wie gesagt, finde ich immer sehr sinnvoll, dass man diesen ganzen Flow des Songs einfach verinnerlicht. Ja, das solltest du erstmal üben, wenn du ganz am Anfang bist. Und nochmal eine Sache zur Handhaltung der linken Hand, also in dem Fall die Greifhand bei mir. Ich mache das Ganze eher so in einem Winkel. Du kannst das Ganze auch so versuchen, eher parallel. Finde ich immer ein bisschen seltsam. Also ein komisches Gefühl irgendwie gerade bei diesem Riff. Ich weiß nicht warum, irgendwie finde ich es so angenehmer. Ich habe da nämlich auch noch zusätzlich den Zeigefinger hier, der an der Unterseite des Halses anliegt. Und es gibt mir noch so ein bisschen Halt irgendwie. Und das Ganze mache ich auch hier hinten bei dem zweiten Teil.
Da liegt dann der Zeigefinger hier schön an. Aber prinzipiell kannst du das Ganze auch so spielen. Finde ich nur persönlich irgendwie schwieriger. Ich mache das generell ganz gerne, dass ich Sachen, die hier unten auf den, oder hier oben in dem Fall, auf den höheren Seiten gespielt wird, eher mit so einem Winkel spiele und dann, sobald ich dann hoch zu den tiefen Seiten gehe oder runter zu den tiefen Seiten, dann werde ich etwas paralleler mit meinen Fingern. Habe ich mir so angewöhnt, für mich funktioniert das perfekt. Habe ich hier unten einen schönen Halt immer mit der linken Hand. Und wenn ich dann weiter nach oben gehe, wie gesagt, mehr parallel, weil dann kann man dann weiter auseinandergehen mit den Händen. Nur so als Info, wie ich das Ganze für mich für richtig halte. Ja, aber wie gesagt, bei dem Thunderstruck Riff finde ich es wichtig. Zeigefinger, kleine Finger und hier so ein bisschen Halt, finde ich persönlich wichtig. Und zusätzlich dämpft man dann auch automatisch noch die hohe E-Seite mit ab. Hier mit dem Zeigefinger. Das passiert normalerweise ganz automatisch. Aber falls du da irgendwie Nebengeräusche hast mit der hohen E-Seite, dass sie irgendwie mitklingt, kannst du da mal darauf achten, dass der Finger da einfach drüber liegt. Dass dann halt keine ungewollten Töne mitschwingen. Wenn du das Ganze beherrschst, kannst du nun zur zweiten Stufe übergehen. Und hier fügen wir jetzt die fehlenden Töne hinzu, also die fehlende leere B-Seite. Aber wir machen das Ganze nicht mit Wechselschlag, wie es im eigentlichen Song gemacht ist, sondern mit Pull-Offs. Ja, also Pull-Offs solltest du schon einigermaßen beherrschen, um das Ganze zu machen. Aber andererseits ist dieses Riff in dem Fall dann auch eine sehr gute Übung, um seine Pull-Offs zu üben. Du machst einfach nach jedem gegriffenen Ton einen Pull-Off, in dem Fall hier mit dem Zeigefinger, und dann spielst du den Ton mit dem kleinen Finger hier und machst wieder einen Pull-Off. Und gerade für den kleinen Finger ist das eine gute Übung, weil mit dem kleinen Finger Pull-Offs machen ist jetzt nicht so das Leichteste. Deswegen eine perfekte Übung dafür. Hier auch aufpassen, dass dann bei den Pull-Offs, weil die macht man ja normalerweise nach unten, dass man dann hier nicht aus Versehen die hohe E-Seite anspielt, dass sie dann mitklingt, sondern dass man den Finger direkt hier abstoppt. Zusätzlich, was du auch machen kannst, ist zum Beispiel hier den Mittelfinger der rechten Hand auf die E-Seite drauflegen, dass diese dann abgedämpft ist. Da bist du dann hundertprozentig sicher, dass dann die hohe E-Seite nicht mitschwingt. Ja, und der zweite Teil geht genauso, also nach jedem gegriffenen Ton ein Pull-Off. Und hier kannst du auch wirklich mit jedem Finger, weil du benutzt ja in dem Fall jeden einzelnen Finger irgendwann mal in dem Riff, quasi mit jedem Finger die Pull-Offs üben. Kleiner Finger, Mittelfinger, Zeigefinger und hier der Ringfinger. Also wirklich eine sehr gute Übung für Pull-Offs. Und worauf du hier achten musst, gerade wenn du es erstmal langsam spielst, was du natürlich machen sollst, ist, dass du die Pull-Offs, wenn du es langsam spielst, nicht zu schnell machst. Also die Töne sind nämlich gleich lang. Also so sollte das klingen, wenn du es langsam spielst und nicht so. Weil gerade Anfänger neigen dazu, bei Pull-Offs diese immer direkt auszuführen und dann nicht das eigentliche Timing zu halten. Weil wenn du langsam spielst, musst du natürlich auch den ersten Ton etwas länger klingen lassen und nicht nur den zweiten. Also so soll es nicht klingen, sondern eher. Dasselbe hier bei dem zweiten Teil. Genau, und dann kannst du
nach und nach die Geschwindigkeit erhöhen und dann kommst du mit dieser Methode ziemlich schnell auf die Originalgeschwindigkeit, weil du durch die Pull-Offs halt die rechte Hand entlastest, also du musst jetzt keinen Wechselschlag machen. Und wenn du es mit der linken Hand gut hinkriegst, die Pull-Offs, dann ist es ziemlich leicht, das auf Originalgeschwindigkeit durchzuspielen. Dann die dritte Stufe ist eine Abwandlung der vorherigen Stufe, also von den Pull-Offs. Und zwar bei der dritten Stufe benutzen wir nur die Greifhand, also in meinem Fall die linke Hand, und wir spielen das Ganze so. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, wie man das spielen kann. Man macht einfach zusätzlich zu diesen Pull-Offs, die wir gerade gemacht haben, noch Hammer-Ons. Also anstatt, dass wir die gegriffenen Töne anschlagen, hämmern wir mit unserer linken Hand, also mit den einzelnen Fingern, auf die jeweiligen Töne drauf. Das ist für die linke Hand ziemlich anstrengend. Das ist auch eine sehr gute Übung, um gerade so ein bisschen Stärke in den Fingern zu entwickeln für diese Hammer-Ons. Aber es ist deutlich anstrengender, als wenn man die gegriffenen Noten anspielt. Hier ist wichtig, das Abdämpfen der anderen Saiten, die man nicht spielt, gerade die hohe E-Saite und die G-Saite. Ich mache das hier mit der rechten Hand, mit dem Zeigefinger auf der hohen E-Saite und dem Daumen auf der G-Saite. Und hier die andere Seite des Daumens, also der Rest hier, liegt auf den tiefen Saiten und dann kann so nichts mitschwingen. Wenn ich das nicht machen würde, könnte das Ganze unter Umständen so klingen. Ja, also das wird alles sehr unsauber, weil einfach irgendwelche offenen Saiten mitschwingen. Und das wollen wir natürlich nicht. Auch wenn es Angus Young im Musikvideo anders macht, da spielt er dieses Riff nämlich auch nur mit der linken Hand und die rechte Hand hat er in der Luft. Aber ich sag mal, wenn man es sauber spielen möchte, dann würde ich die rechte Hand hier schon auf die Saiten legen, damit die einfach abgedämpft sind. Dann kommen wir zur vierten Stufe und zu der Stufe, wo es ans Eingemachte geht, weil jetzt zeige ich dir, wie das Riff eigentlich gespielt ist, wie es richtig gespielt wird. Und das Ganze wird mit Wechselschlag gespielt. Das heißt, wie vorhin bei der ersten und der zweiten Stufe, schlagen wir die gegriffenen Töne an. Nur zwischen diesen Tönen machen wir noch die leere B-Saite mit einem Aufschlag. Also die gegriffenen Töne immer einen Abschlag, dann ein Aufschlag mit der offenen B-Saite, dann gegriffener Ton wieder und so weiter. Ja, das ist schon ziemlich anspruchsvoll, auch für mich muss ich sagen, wenn man den ganzen Song mal durchspielt, also die Hälfte des Songs circa wird dieses Riff gespielt. Und das kann mit der Zeit schon ziemlich anstrengend werden. Also hier muss man auf jeden Fall sehr langsam anfangen und eine solide Technik verwenden. Und hier macht es auch Sinn, zum Metronom zu spielen natürlich, damit man das Timing auch gleich von Anfang an perfekt drin hat. Weitere Tipps zum Alternate Picking. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, mit Wechselschlag sehr schnell zu spielen. Ich kann Wechselschlag, aber ich bin nicht der Schnellste, muss ich sagen. Aber dennoch habe ich ein paar Tipps, die du auf jeden Fall verwenden kannst. Und zwar, was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass die rechte Hand einen Auflagepunkt hat. Ähnlich wie beim Palm-Muting, nur sollst du jetzt die B-Saite nicht abdämpfen. Ich habe hier zum Beispiel meine Hand auf den oberen Saiten, also hier direkt neben dem Steg, liegen, damit du einfach so einen Ankerpunkt hast, weil wenn du das Ganze
so aus der Luft spielst, da kriegst du das auf keinen Fall hin. Deswegen die Hand hier schön auflegen, also einen Ankerpunkt haben und dann schön aus dem Handgelenk diese Wechselschlagbewegung machen. Zusätzlich, was ich immer sinnvoll finde, ist der Pickwinkel, also der Winkel des Plektrums. Ich habe das immer leicht nach vorne gewinkelt. Also nicht so parallel zu den Seiten, sondern so leicht nach vorne. Und dann auch sehr wichtig, diese Bewegung sehr kurz halten. Also nicht versuchen, so weit auszuholen, sondern wirklich Abschlag und dann gar nicht so weit nach unten gehen, sondern direkt hinten dran stehen bleiben und wieder hoch. Und so kommt man meiner Erfahrung nach am schnellsten auf die gewünschte Geschwindigkeit. Aber das Wichtigste ist hier wirklich langsam anfangen, damit das sauber wird und sauber bleibt dann auch bei hohen Geschwindigkeiten. Ja, das braucht auf jeden Fall ein bisschen länger Übung als die anderen Methoden, die ich vorher gezeigt habe. Aber im Endeffekt auch die Version, die am meisten Spaß macht, wenn man es dann hinbekommt und auch zum Lied mitspielen kann. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu versuchen, auf Originaltempo zu kommen. Ja, und ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei. Zum Schluss noch eine Bonusstufe, die mir ziemlich spontan eingefallen ist, wie man dieses Riff auch noch spielen kann. Und zwar mit Tapping und in dem Fall auch mit der rechten Hand. Also nicht wie vorhin, nur mit der linken Hand, sondern auch mit der rechten Hand. Also du wechselst dich quasi mit der linken und rechten Hand ab, so. Und bei dem zweiten Part so. Ja, ist vielleicht ein bisschen seltsam so zu spielen, aber vielleicht für den einen oder anderen mal interessant auszuprobieren. Ja, einfach zum Experimentieren. Über Tapping selbst habe ich jetzt noch kein Video gemacht. Mache ich aber sehr gerne mal, wenn das gewünscht wird. Aber prinzipiell, ich benutze den Zeigefinger. Ich habe in den anderen Fingern, also Ringfinger und Kleinfinger, halten mein Plektrum. Und ich lege da meine Hand hier so auf den Hals, oben der Daumen. Unten noch der Mittelfinger zusätzlich, um noch ein bisschen Halt zu geben. Und dann tappe ich einfach mit dem Zeigefinger auf die gewünschte Note. Ja, ist auf jeden Fall mal ganz lustig, kann man mal ausprobieren. Und wie gesagt, zum Tapping kann ich mal ein eigenes Video machen. Ja, das war's jetzt auch mit den verschiedenen Stufen und den Möglichkeiten, dieses Riff zu spielen. Momentan fallen mir keine weiteren ein. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich für dich. Und natürlich freue ich mich wieder sehr über einen netten Kommentar, über einen Like und auch über ein Abo, falls du neu hier bist. Und wenn du noch Lust hast, dann schau dir doch gerne ein weiteres Video auf meinem Kanal an, zum Beispiel dieses hier.